Guten Abend, meine Damen und Herren, zu unserer Sondersendung Graz hat gewählt zur Gemeinderatswahl und einem völlig überraschenden historischen Wahlsieg. Mit den Kommunisten als neue Nummer 1 steht die politische Welt in Graz Kopf. Und so sieht die Hochrechnung aus, inklusive einer Wahlkartenprognose. Die ÖVP kommt auf 25,7, das sind minus 12 Prozentpunkte. Die KPÖ auf 28,9 plus 8,6. Die FPÖ erreicht 10,9 minus 5. Die Grünen sind auf 17,3 plus 6,8. Die SPÖ auf 9,6. Die Neos 5,3 plus 1,4. Die Piraten auf 0,4, Erde 0,3 und Sonstige auf 1,6. In Mandaten bedeutet das Folgendes. Die ÖVP kommt auf 13 Mandate minus 6, die KPÖ auf 15 plus 5, die FPÖ auf 5 minus 3, die Grünen haben 9, das sind plus 4, die SPÖ 4 minus 1 und die Neos 2. Für den Staatssenat bedeutet das Folgendes. Die ÖVP hat 2 Sitze minus 1, KPÖ 3 plus 2, plus 1, die FPÖ 1 bleibt gleich und die Grünen 1 bleibt auch gleich. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben heute. Der Langzeitbürgermeister Siegfried Nagel von der ÖVP wurde entthront und die Kommunisten sind die neue Nummer 1 in Graz. Was so wohl niemand erwartet hätte, dementsprechend groß ist auch der frenetische Jubel bei der KPÖ. Ja, die KPÖ hat sich nicht nur die guten Umfragewerte im Wahlergebnis abholen können, sondern hat die politischen Verhältnisse in der Landeshauptstadt geradezu auf den Kopf gestellt. Und damit hat heute hier im Volkshaus wirklich niemand gerechnet. Das sehen wir auch auf den Bildern von der ersten Hochrechnung heute um 17 Uhr. Bei mir Claudia Klimt-Weithaler, die steirische Landesvorsitzende. 2017 hat die KPÖ Graz das wichtige Kernressort Wohnen verloren. Trotzdem dieser Erfolg, diese starken Zugewinne, was hat die KPÖ in Graz richtig gemacht? Also erstens freue ich mich unglaublich, dass so viele Grazer und Grazerinnen LKK, Robert Grotzer und dem gesamten Team ihr Vertrauen geschenkt haben. Und Elke hatte schon bei der letzten Wahl gesagt, wie klar war, wir kriegen das Wohnungsressort nicht mehr. Man kann uns das Ressort nehmen, aber nicht die Kompetenz. Ich glaube, wir waren weiterhin immer bei den Leuten und haben uns um ihre Anliegen und Sorgen gekümmert. Und ich glaube, das ist das kleine Erfolgsgeheimnis der KPÖ. LKK selbst hat das Wort Bürgermeisterin ja überhaupt nie im Wahlkampf in den Mund genommen. Erst jetzt im Finish hat sie gemeint, ja, Rot-Rot-Grün, wenn die anderen das wollen, hat sie zaghaft formulieren. Nach diesem Ergebnis, für wie realistisch halten Sie eine Bürgermeisterin LKK in Graz? Naja, mit dem hat ja wirklich niemand gerechnet und ich glaube, man darf jetzt nicht unbescheiden werden. Man muss sich jetzt einmal anschauen, wie schaut das endgültige Ergebnis aus, was geht sich aus und dann muss man weiterreden. Dankeschön, Claudia Klimt-Weithaler. Ja, und wir haben uns auch unter der hier fast fassungslosen Basis umgehört. Absoluter Wahnsinn. Also ich war ja positiv gestimmt, aber das Ergebnis hätte ich niemals erwartet. Wir sind komplett überwältigt. Also, wir haben es gehofft, aber erwartet überhaupt nicht. Wir sind total happy, aber absurd überrascht. Das ist ein Erdrutschsieg und ein Dankeschön von den Menschen, die Hilfe brauchen und sie immer bekommen haben. Ja, LKK und ihr Team haben also heute die ÖVP in Graz überholt. Was das politisch für die Landeshauptstadt bedeuten wird, das werden die kommenden Tage, vielleicht Wochen zeigen. Jedenfalls heute Nacht wird hier ordentlich gefeiert. Von schmerzlichen Verlusten und einem schweren Tag spricht hingegen der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagel, der eigentlich angetreten ist, um eine fünfte Periode als Bürgermeister zu regieren. Jetzt ist er mit großen Verlusten auf Platz 2 gerutscht, wie Helmut Schöffmann berichtet. Schock und Bestürzung hier in der Grazer ÖVP-Zentrale. Mit diesen Zahlen hat hier wohl niemand gerechnet. Man hat viel, viel mehr erwartet. Anna Hopper neben mir, Wahlkampfleiterin der Grazer ÖVP. Was ist schiefgelaufen? Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel geleistet und sind auch davon überzeugt, dass unsere Bezirks- und Stadtpolitik sehr, sehr erfolgreich war. Ich glaube, wir müssen das zukünftig auch näher an die Leute bringen und zeigen, was wir eigentlich auch umsetzen. Und ich glaube, dass das ein der Faktoren war. Ich habe nicht damit gerechnet und man muss das Ergebnis so hinnehmen. Viel ist noch offen und das werden wir im Laufe des Abends noch sehen. Rechnen Sie damit, dass Siegfried Nagel zurücktritt? Nein, ich rechne nicht damit. Ich glaube aber, dass man sich das Chaos, und das hat der Bürgermeister schon gesagt, auch nachher noch einmal genauer anschaut. Aber wie soll es weitergehen? Wir werden uns jetzt mal alle Zahlen ganz in Ruhe anschauen. Es sind noch nicht alle da. Wir werden auch noch auf die Wahlkarten warten. Es ist viel noch offen und werden uns dann mit den korrekten Zahlen noch einmal zusammensetzen und schauen, wo die Reise hingeht. Stadtrat Günther Riegler, was sagen Sie? Auch bestürzt? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten
schwierige Ausgangsbedingungen. Wir hatten die Corona-Krise, wir hatten die Impfdiskussion und wir hatten vor allem alle gegen uns. Wir hatten alle Fraktionen, die sich eigentlich darauf konzentriert haben, den Leuten einzureden, dass Wachstum und Fortschritt und Wohlstand schlecht ist. Und das hat halt leider dazu geführt, dass... Geht die ÖVP jetzt in die Opposition? Dass wir sind in einer Konzentrationsregierung. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gemäß dem Prinzip nach dem Thomschen System in der Regierung sein. Aber welche Funktionen wir bekommen, das wird dann vom nächsten Bürgermeister abhängen. Aber rechnen Sie, dass Siegfried Nagel geht? Das kann ich heute zum heutigen Tag noch nicht einschätzen. Wir werden morgen sicherlich in den Gremien darüber zu reden haben. Soweit also hier die Stimmung in der ÖVP-Zentrale. Eine sehr, sehr nachdenkliche Stimmung. Was sagen die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten jener Parteien, die bisher bereits im Stadtsenat, also in der Stadtregierung, vertreten sind, nach dieser politischen Bombe? Sie sind jetzt in einer ersten Interviewrunde bei meinem Kollegen Franz Neger. Ja, und ich möchte beginnen mit der Wahlsiegerin und Wahlgewinnerin dieses Abends, LKK. Nach der ersten Hochrechnung haben Sie es selbst nicht glauben wollen. Mittlerweile haben Sie es, glaube ich, realisiert. Was war denn ausschlaggebend für diesen historischen Erfolg der KPÖ in Graz heute? Ich denke, die jahrelange unermüdliche Arbeit, nicht nur von mir, sondern von vielen unserer Mitstreiterinnen, auch von meinem Stadtratskollegen Robert Grotzer. Wir haben immer offene Türen, wir sind tagtäglich für die Menschen da, die Rat brauchen, die ja zur Seite stehen brauchen. Wir haben auch vieles ganz konkret umsetzen können. Und vor allem denke ich, dass wir einen politischen Stil pflegen. Und es ist mir persönlich auch wichtig, der von Freundlichkeit getragen ist und niemanden ausschließt. Wollen Sie jetzt Bürgermeisterin werden? Mit wem wollen Sie denn in eine Koalition? Wir haben in der Vergangenheit immer mit jeder Partei gesprochen. Wir haben auch, wenn ein Antrag oder Initiativen, die positiv für die Menschen in Graz waren, immer auch unterstützt. Und die Zusammenarbeit wird man jetzt in den kommenden Tagen sehen. Wir haben noch morgen den Abend abzuwarten, wie dann tatsächlich das Wahlergebnis ist. Und dann möchte ich gerne auf jeden Fall auch mit der, und so gehört sich das, auch mit der zweitstärksten Partei sprechen und selbstverständlich dann auch mit meiner Stadtratskollegin Judith Schwendner. Und aber Sie bleiben dabei keine Koalition mit der ÖVP? Ich glaube, dass ein Arbeitsübereinkommen der bessere Weg ist, weil wenn zwei Parteien in einigen Punkten doch einiges unterscheidet, das ein möglicher und gangbarer Weg wäre. Siegfried Nagel, die ÖVP ist in Graz abgestürzt. Die Frage, die nach einem solchen Ergebnis automatisch kommt, ist natürlich, welche Konsequenzen zieht der Spitzenkandidat daraus? Ziehen Sie Konsequenzen? Ja, zuerst einmal möchte ich mich auch bei allen Menschen bedanken, die mich getragen haben, die mich unterstützt haben in der Wahl. Ich habe Gott sei Dank ein ganz, ganz junges Team, ein großes junges Team. Deswegen mache ich mir um die Zukunft auch keine allzu großen Sorgen. Im Leben kommt es manchmal anders, als man denkt. Und die meisten Menschen wissen ja, es gibt manchmal so Momente, wo vieles nicht mehr so ist, wie du es dir vorgestellt hast und wie du es dir erträumt hast. Das ist so ein Moment. Der ist schmerzhaft, der bringt einen, wenn ich so sagen darf, emotional schwer durcheinander. Aber ich glaube, man muss auch immer wissen, dass wenn etwas passiert, meistens auch was Gutes drin steckt. Das heißt, so schmerzhaft es für mich und meine Volkspartei ist, so weiß ich persönlich nicht, ob es eine gute Fügung für mich persönlich war oder nicht. Ich möchte gleich anmerken, dass ich 24 Jahre Tag und Nacht da war für die Grazerinnen und Grazer, 19 Jahre in der Hauptverantwortung. Ich werde diese Hauptverantwortung auch künftig nicht mehr tragen. Ich werde meine schützende Hand, aber auch meine helfende Hand von Graz zurückziehen müssen. Ich werde als Bürgermeister auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich werde morgen meinen Parteigremien empfehlen, auch in der Partei meinen Nachfolger Kurt Hohensinner zu unterstützen und ihn auch beauftragen, gemeinsam mit Stadtrat Riegler und meiner Clubobfrau in die Verhandlungen zu gehen. Ich möchte mich bei den Grazerinnen und Grazern einfach bedanken. Ich schaue voller Stolz und voller Freude zurück. Ich habe diese Stadt ins 21. Jahrhundert führen dürfen. Da ist viel gelungen. Es möge jemand einmal probieren, in die Politik zu gehen. Ich bin stolz drauf. 117.000 Menschen sind zur Wahl gegangen. 106.000 Menschen sind nicht zur Wahl gegangen. Das sollten wir auch alle nicht vergessen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir in puncto Demokratie
wieder mit den Menschen reden, dass sie auch zur Wahl gehen. Mir persönlich tut es leid, dass viele vielleicht auch gedacht haben, der Sigi wird das schon wieder machen. Es ist jetzt anders gekommen. Ich mache das Beste draus und ich werde meine Zeit, die ich jetzt erstmals habe, meine Familie musste lange, lange Zeit auf mich verzichten, jetzt wieder meiner Familie schenken. Ich werde als Bürgermeister von Graz nicht mehr zur Verfügung stehen, bin aber stolz darauf, dass ich der längst amtierende Bürgermeister dieser Stadt war. Danke, Siegfried Nagel. Wir kommen weiter zu Judith Schwenden. Ein historisches Ergebnis für die Grünen. So viel haben die Grünen in Graz noch nie erreicht. Sie wollten Bürgermeisterin werden. Wollen Sie jetzt Vizebürgermeisterin werden unter einer KPÖ-Bürgermeisterin? Ich bin vor allem vor 2,5 Jahren mit dem Anspruch nach Graz gekommen und angetreten, um für Veränderung in der Stadt zu stehen. Jetzt gibt's massive Veränderung. Das nehme ich als Auftrag der Wählerinnen und Wähler mit in die Gespräche in den nächsten Wochen. Als Auftrag nämlich für mehr Klimaschutz, für mehr Grün und für mehr Miteinander. Und das ist ein riesiger Auftrag, über den ich mich natürlich total freue. Die Frage haben Sie nicht beantwortet. Wollen Sie Vizebürgermeisterin werden? Ich übernehme total gern Verantwortung, das habe ich immer gesagt, der Rest ergibt sich aus den Gesprächen in den nächsten Wochen. Aber die Gespräche werden stattfinden. Die werden stattfinden. Herr Eustachio, die FPÖ hat nach der ÖVP am meisten verloren. Ziehen Sie persönliche Konsequenzen aus diesem Ergebnis? Das ist kein Thema, das es heute zu besprechen gilt. Wir haben ein Minus vorn, das ist nie schön. Das, was ich viel negativer empfinde, ist das, was ich befürchtet habe, das ist ein massiver Linksruck in Graz. Wir hatten eine sehr konstruktive und gute Koalition, die ich als bürgerlich bezeichnen möchte. Jetzt geht alles nach links. Das ist für die Stadt Graz, die ein Wirtschaftsstandort ist, ein internationaler Industriestandort ist, kein schönes Signal, kein gutes Signal. Ich habe es vorher schon gesagt, wenn eine Ideologie, die eigentlich im letzten Jahrhundert verschwinden hätte sollen, hier auf einmal dominierend ist, dann ist das international etwas, was ich nicht möchte. Und ich sehe darin eine große Problematik. Das, was wir tun werden, ist klassisch in die Opposition zu gehen. Wir stehen natürlich für keinerlei Koalitionen zur Verfügung und werden sehr sorgsam und sehr genau hinschauen für die Grazer Bürger, was hier passieren wird. Und in 5 Jahren werden die Karten neu gemischt. Und in dieser Zeit, diese 5 Jahre, werden wir nützen, unseren Finger auf die Wunden zu legen und zu zeigen, was hier alles falsch läuft. Und da wird leider Gottes vieles falsch laufen. Deswegen sehe ich das heute mit einem sehr skeptischen Auge, was da auf uns zukommen wird. Vielen Dank, meine Damen, vielen Dank, meine Herren, für diese Runde. Die Karten sind neu gemischt. Bürgermeister Siegfried Nagel hat angekündigt, dass er zurücktritt und die Verhandlungen in den nächsten Tagen werden zeigen, wie die neue Grazer Stadtregierung aussieht. Jetzt weiter zu Renate Rosbart. Ja, spannend war auch das Rennen um Platz 3 im Grazer Rathaus. Die Freiheitlichen, die bei der letzten Wahl Dritter waren, sind nach Verlusten auf Platz 4 abgerutscht. Neuer Dritter in Graz sind die Grünen. Ja, wir haben ja den unglaublichen Jubel bei der Wahlparty der Grünen bei der ersten Hochrechnung gesehen. Wir sind gleich anschließend hierher ins Grazer Landhaus zur Landessprecherin der Grünen, Sandra Krautwaschl. Frau Krautwaschl, was sagen Sie jetzt zu diesem Ergebnis? Ja, ich bin natürlich überwältigt von diesem sensationellen Erfolg für die Stadt Graz. Und vor allem ist es mir ein riesiges Bedürfnis, mich bei allen Menschen zu bedanken, die heute in Graz den Grünen und damit Veränderung für eine grüne, für eine klimafreundliche Stadt die Stimme gegeben haben und natürlich bei Judith Schwendner und ihrem Team ein historischer Erfolg, der ein echter Auftrag für Veränderung ist. Jetzt haben Sie ja wirklich den dritten Platz geschafft. Ihre Spitzenkandidatin Judith Schwendner hat gesagt, sie möchte Grazer Bürgermeisterin werden. Wie schaut es denn damit jetzt aus? Ja, also heute ist einmal der Tag, wo wir dieses sensationelle historische Ergebnis feiern werden und uns freuen werden und uns bei allen bedanken, bei den Wählerinnen und Wählern natürlich, aber vor allem auch bei allen, die für diesen Erfolg gelaufen sind in den letzten Wochen und alles Weitere werden dann die nächsten Wochen zeigen. Danke dafür und wir schauen gleich hier im Landhaus weiter zur FPÖ. Wir sind jetzt hier im zweiten Stock des Landhauses beim Landtagsclub der FPÖ. Bei mir jetzt der Landesparteiobmann Mario Kunasek. Herr Kunasek, was sagen Sie jetzt zu diesem Ergebnis, zu den Verlusten für Ihre Partei? Ja, zunächst einmal muss man festhalten, dass wir in Graz heute ein Erdbeben erlebt haben. Ein wirklich großes, mit dem viele nicht gerechnet haben. Gerade das starke Abschneiden der Kommunisten, das Abstrafen auch der ÖVP und des Bürgermeisters. Ja, und auch die Freiheitliche Partei hat ein Minus. Das tut immer weh. Aber es ist ein Minus, das auch erwartbar gewesen ist. Wir haben in
den letzten Wahlgängen immer rund ein Drittel der Stimmen verloren im Vergleich zu den letzten Wahlen. Und das ist auch in Graz passiert. Aber, und es freut mich, dass wir den Stadtrat halten können, so wie es jetzt aussieht. Das heißt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, wieder weiter zu gestalten. Und ich sage auch, ja, eine Mitte-Rechts-Politik auch sicherzustellen in Graz nach diesem Linksrutsch heute besonders wichtig. Was war es jetzt aus Ihrer Sicht? War das hausgemacht in Graz? War es die Bundespolitik? War es die Corona-Politik? Nein, ich glaube, wir haben in Graz sehr viel richtig gemacht. Das hat Mario Jastaka gute Arbeit geleistet. Aber man muss jetzt schauen, was andere besser machen. Und das wird das auch die Aufgabe von uns sein, genau zu analysieren, die Hausaufgaben zu machen, dann beim nächsten Mal wieder stärker zu werden und vielleicht auch noch näher zum Bürger zu kommen und das Ohr beim Bürger zu haben. Ich glaube, das wünschen sich viele, gerade auch von der Freiheitlichen Partei, die ja die soziale Heimatpartei ist. Danke jetzt für diese erste Stellungnahme. Auch die FPÖ feiert heute am Abend. Es gibt eine Wahlparty. Wie ausgelassen die wird, wird aber abzuwarten sein. Jetzt sind die Spitzenkandidaten von SPÖ und NEOS zu einer ersten Stellungnahme bei uns im Studio. Für die Sozialdemokraten war ja die wichtige Frage, ob sie es wieder in den Staatssenat schaffen. Franz Neger. Ja, und ich beginne gleich mit dem Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, mit Michael Ehmann. Es war eine wichtige Frage, schaffen es die Sozialdemokraten in den Staatssenat? Das war Ihr Ziel. Wie sie jetzt ausschaut, haben Sie das nicht erreicht. Was bedeutet das? Ziehen Sie da Konsequenzen? Also grundsätzlich möchte ich mich einmal bei Wählerinnen und Wählern natürlich bedanken, die uns das Vertrauen geschenkt haben. Möchte mich auch beim gesamten Team bedanken, das unheimlich gelaufen ist die letzten Wochen und aber auch schon Monate zuvor, in die Wahrheit Jahre. Uns wurde ja, wenn Sie sich zurückerinnern, im Jänner diesen Jahres noch ein Absturz vorausgesagt mit 7-8% bei Umfragen. Offensichtlich ist das nicht eingetreten, konnte verhindert werden. Natürlich wäre das Ziel das Erreichen des Stadtsenatssitzes. Wenn das bis morgen am Abend nicht möglich sein sollte, dann werde ich natürlich mit meinen Gremien das intern besprechen und einen Vorschlag machen. Wie könnte dieser Vorschlag dann ausschauen? Also der Vorschlag könnte so ausschauen, dass ich meinen oder beziehungsweise eine geordnete Übergabe für die Sozialdemokratische Partei in Graz dem Gremium vorschlage und das möglicherweise bis zur konstituierenden Sitzung. Rechnen Sie noch damit, dass es morgen funktionieren könnte, dass die SPÖ in den Staatssenat einziehen kann? Ich weiß momentan nicht, wie knapp das ist, aber könnte sein. Danke, Herr Ehmann. Philipp Beuntner, die NEOS haben ihr Wahlziel erreicht. Sie wollten keine Ein-Frau-Truppe bleiben. Sie sind jetzt mit zwei Mandataren im Gemeinderat vertreten. Wahlziel erreicht, aber wäre mehr drinnen gewesen für die NEOS? Ich bin einfach nur glücklich und dankbar. Das ist alles, was ich bin. Ich bin der Neue, wenn ich das so sagen darf. Und ich bin überwältigt über das Vertrauen, das mir und unserer Partei entgegengebracht worden ist. Ich war mit Leidenschaft unterwegs auf der Straße, habe mit den Menschen geredet, habe ihnen zugehört, habe unsere frischen Ideen angeboten. Und deshalb bin ich einfach jetzt nur glücklich, dass wir heute so dastehen. Und wir werden mit voller Energie in den Gemeinderat gehen, konstruktiv als Politiker einer neuen Generation. Die NEOS sind glücklich, die SPÖ zittert noch bis morgen Abend. Wieder zurück zu Renate Rosbart. Wie konnte es zu so einem historischen Tag in der Grazer Politik kommen? Da stellen sich viele Fragen. Chefredakteur Wolfgang Schaller analysiert gemeinsam mit dem Politologen Klaus Peuer von der Karl-Franzens-Universität und Heinz-Peter Wassermann von der FH Joanneum. Herr Professor Wassermann, von einer politischen Bombe war heute schon einige Male die Rede. Sehen Sie als Politikwissenschaftler dieses Ergebnis auch als politische Bombe? Ja, das ist es auf jeden Fall. Und ich glaube, mit dem Ergebnis, vor allen Dingen mit dem ÖVP-KPÖ-Ergebnis, hat niemand gerechnet. Herr Professor Beuer, der ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagel hat es heute schon bei uns im Interview gesagt. Er ist zum 5. Mal angetreten. Er ist 18 Jahre Bürgermeister. So lange war noch niemand Bürgermeister in der Landeshauptstadt Graz. Nutzt man sich da auch als Person ab und kann das vielleicht auch dieses Ergebnis erklären? Ich glaube, das Wahlergebnis zeigt jedenfalls, dass es nicht gelungen ist, besonders zu mobilisieren. Die ÖVP liegt ungefähr bei ihrem Kernanteil in der Stadt Graz, ungefähr dort, wo man auch bei der Landtagswahl war. Und das zeigt, dass es dem Bürgermeister nicht gelungen ist, sozusagen einen Bürgermeisterbonus zu lukrieren. Kann sicher mit der langen Amtszeit zu tun haben, aber auch damit, dass eigentlich niemand geglaubt hat, dass an seiner Position gerüttelt werden wird. So wird das Ergebnis nicht nur für uns und für die internationale Welt, sondern auch für viele Wählerinnen und Wähler eine große Überraschung sein.
Jetzt hat die ÖVP im Wahlkampf in den letzten Wochen vor einer Mehrheit links der Mitte mit einer KPÖ-Bürgermeisterin gewarnt. War das der falsche Weg jetzt im Nachhinein betrachtet? Hätte man mehr auf die Stärken, auf das, was erreicht wurde in den letzten 4 Jahren, setzen sollen? Es war möglicherweise nicht der falsche Weg, aber es ist offenkundig nicht gelungen, das glaubhaft rüberzubringen. Es hat niemand geglaubt, dass es so sein kann. Und nach der derzeitigen Prognose könnte sich ja sogar eine, ich würde es jetzt einmal nennen, Caritas-Koalition ausgehen, als KPÖ und Grünen. Man bräuchte die SPÖ nicht einmal dazu. Also wir werden sehen, ob das Ergebnis so bleibt. Aber das wäre dann doch eine große Überraschung, die niemand vorhergesehen hat. Herr Professor Wassermann, die ÖVP hat ja auch bei der letzten Wahl gewarnt vor einer Mehrheit ohne die ÖVP. Dort ist dieses Kalkül gut aufgegangen. Was war denn jetzt der Unterschied zu heuer? Möglicherweise nutzt sich das dann irgendwann einmal ab. Die KPÖ hat in Graz einfach ein Image einer sehr bürgernahen, sozialen, niederschwelligen Partei. Und hier die Drohungen, wenn die KPÖ an die Macht kommt oder die Bürgermeisterin stellt, dann kriegen wir sowjetische Verhältnisse oder sonst etwas. Das verfängt schlicht und einfach nicht. Herzlichen Dank an die Herren Politikwissenschaftler. Dankeschön. Und wir haben natürlich auch schon eine erste Reaktion aus der Landespolitik auf dieses historische Wahlergebnis. Wolfgang Schaller hat mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer von der ÖVP gesprochen. Wir waren auf eine Niederlage dieses Ausmaßes nicht eingestellt. Wir haben gespürt, dass wir verlieren. Joschi Greiner hat einmal gesagt, wenn es rutscht, dann rutscht es. Das wussten wir. Das haben auch die Gespräche ergeben, die ich geführt habe. Aber in diesem Ausmaß hatten wir das nicht erwartet. Das ist eine große, eine schmerzliche Niederlage. Das war unsere Sondersendung Graz hat gewählt zur Gemeinderatswahl mit einem politischen Erdbeben, das so niemand erwartet hat. Bei uns geht es in Kürze nach einer ZIP-Spezial zum Superwahltag weiter mit Steiermark heute. Wir informieren über die aktuellsten Entwicklungen, bringen Reaktionen, Impressionen von Siegern und Verlierern und eine Analyse. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Bis in Kürze.